Monsieur, Dame, il faut cuisinier. Ich lese das Berufsschulbuch Der junge Koch, die junge Köchin. Ein Buch ganz ohne Serifen. Es ist schwer zu lesen. Der Inhalt ist teilweise sehr fragwürdig. Ich habe mich in der letzten Folge darüber aufgeregt, dass da sogar drin steht, wie man englische Sprache zu verstehen hat. An der Stelle braucht man dann keine englische Sprache mehr. Das sind so Sachen, die gehen überhaupt gar nicht. Und das Buch ist ziemlich schlecht. Möchte ich an der Stelle hier nochmal ganz laut sagen und mich von dem Scheiß, der da drin steht, in aller Form distanzieren. So, ich bin eingekommen im Teil Einführung bei Umwelt- und Verbraucherschutz 2.3 Verordnung über Lebensmittelhygiene, Basishygiene. Das HACCP-Konzept. HACCP-Konzept. HACCP ist ein Konzept für die Produktsicherheit. Mithilfe dieses Verfahrens wird jeder Abschnitt der Speisen- und Getränkeproduktion auf Gefahrenstellen für die Gesundheit und Gäste geprüft. Kontrollpunkte kann man auch mit Schlüsselsituationen übersetzen. Warum man ein deutsches Wort übersetzen muss, ist mir auch an der Stelle nicht klar. Das Buch ist nicht gut, mir gefällt es nicht. Und von vielen Sachen möchte ich mich in aller Form distanzieren. An diesen Stellen muss man prüfen und nötigenfalls eingreifen. In diesem Sinne sind die Vorschriften zu verstehen. Ich finde die Formulierung an der Stelle einfach alle nur noch daneben. So, dass die 7 HACCP grundsätzlich, ich spreche das Englisch aus, weil es englische Wörter sind. Artikel 5 in Klammern. So, das ist das, was morgen kommt. Tschüss.